Ladies and gentlemen, why only now? A lecture on the occasion of the annual meeting of the Swiss Society of Cardiac and Thoracic Vascular Surgery in honor of a great, innovative, and yet humble heart surgeon who has shaped heart surgery in Switzerland, but also around the world. In 1957, Senning performed the first repair of a common congenital heart malformation called transposition of the great arteries. He made history on October 8, 1958, by implanting the first pacemaker. In 1961, Senning became head of the department of the University of Zurich. And in 1969, he performed the first heart transplant in Switzerland. He retired in 1985 and died in 2000 at the age of 84. Many of the Swiss cardiac surgeons are so-called followers of him. It's an honor for me to announce the first Senning lecture and a great satisfaction to welcome Professor Ludwig Vonsegesser as the first speaker of this event. It's also my innermost interest, need to mark the occasion to present Professor Ludwig Vonsegesser a non-honorary membership of the Swiss Society of Cardiac and Thoracic Vascular Surgery. We all know Professor Ludwig Vonsegesser as engaged, dedicated, innovative, sometimes slightly peculiar, but mostly humorous heart surgeon. If one had to determine a trade make, it would be shrugging the shoulders, which, like the Indians, lead the non-allied to deception. Professor Ludwig Vonsegesser started his career in the Swiss primitive in Sarnen and via Geneva, Houston, and Zurich continued in Lausanne. Professor Vonsegesser was a very active professionally. Secretary of the Swiss Society of Thoracic and Vascular Surgery, the Union of the Swiss Society of Surgery, President of the European Board of Cardiovascular Perfusion, of the Swiss Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery, of the Swiss Cardiology Foundation, and finally, of the European Society of Cardiothoracic Surgery. Professor Ludwig's Vonsegesser's tireless drive led him in 2011 to the Jazz Festival in Montreux, and at the opening of the Franz Gersch Museum in Burgdorf, revealed his urge toward the unconventional. Professor Ludwig Vonsegesser was editor of the European Journal of Cardiothoracic Surgery and founded the Journal of Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery in 2002. In addition to his clinical activity, and last but not least as instructor, Professor Vonsegesser lives by his urge for innovation. The researcher, technical buff, and inventor is reflected in his numerous patents and over 700 publications. The collector is revealed in his unique Musée de Chirurgie Cardiovasculaire in Lausanne. Professor Ludwig Vonsegesser is an enigmatic character who shies away from no path to the destination, a doer and a mentor, if someone is willing to pursue an idea with the whole heart and soul. As president of the Swiss Society of Cardiac Surgery and Thoracic Vascular Surgery, but also personally, I'm pleased to present to you, dear Ludwig, the honorary membership of the Swiss Society of Cardiac Surgery and ask you to give the first Senning lecture. Please, Ludwig. Ça marche? Yeah. Okay. Is it working? Yes, it's working. Presidente, Monsieur le Président, chers collègues, Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Damen und Herren, eigentlich habe ich erwartet, dass die Honorary
Membership mir nach der Lecture übergeben würde, falls diese akzeptabel wäre. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt müssen wir schauen, ob die Lecture akzeptabel ist, aber ich könnte eigentlich jetzt schon gehen. Ich werde mir gestatten, so wie es in der Schweiz üblich ist, zu sprechen, wie der Schnabel gewachsen ist. Und gleich zum Thema gehen, falls das funktioniert. Ja, es funktioniert. Professor Giannoni hat bereits eingeführt, Professor Senning. Es ist für mich eine große Ehre, diese erste Lecture zu geben, obwohl es hier viel berufenere Personen gäbe, die über Professor Senning sprechen könnten, wie Professor Ruttishauser zum Beispiel oder Francesco Siclari, die jahrelang mit Professor Senning gearbeitet haben, auch Kurt Schneider sehe ich da. Ich selber habe nämlich nie mit Professor Senning zusammengearbeitet, weil ich kam nach Zürich, wie er wegging und Marco Turina ein neues Team zusammenstellen musste und mich dann nach Zürich holte. Damals war ich in Genf. Aber nochmals kurz ein Überblick. Professor Senning hat in Uppsala Medizin studiert, ging an den Sabbatsberg, ein Spital in Stockholm, zu Clarence Crawford. Und dort wurde die erste Herzoperation mit der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Und nachher ist sein Chef ans Karolinska berufen worden. Und Professor Senning ist mit ihm, war noch nicht Professor natürlich, ist mit ihm ans Karolinska gekommen. Dort kam der erste Pacemaker, der die Vorhofsumkehr 57 gemacht, 58 publiziert, in einem schwedischen Journal, natürlich auf Schwedisch und deshalb nicht zitiert von den Amerikanern, welche immer Mastered-Operationen machten. 1967 Fascia Lata, Klappe. Wie gesagt, 1961 kam er nach Zürich und als ganz kluger Chef und Professor hat er damals in den Verhandlungen ausbedungen, dass er eine Forschungsabteilung bekäme. Das ist der sogenannte Forschungstrakt. Das habe ich jetzt gerade noch mit Professor Ruttishauser nachgeprüft. Der wurde dann gebaut, allerdings viel später als die Berufung war. Das brauchte seine Zeit. Und der Forschungstrakt kostete damals 30 Millionen. Und das war natürlich eine wunderbare Einrichtung, weil es gab dort alles, was das Herz begehrt, um irgendein Device zu produzieren, zu prüfen, zu testen, in die Klinik zu bringen. Sogar das Katheterlabor wurde geteilt in der Forschungsabteilung zwischen Patienten auf der einen Seite und Hunden auf der anderen Seite, je nachdem, ob es Tag oder Nacht war. Also das war eine ganz ausgezeichnete Struktur. Wie gesagt, es gab dort alles, mechanische Werkstätte, elektronische Werkstätte. Gestern habe ich auch Dr. Babotei getroffen, der dort die ersten Pacemaker gemacht hatte. Professor Senning ist zu ihm ins Büro gekommen und hat gesagt, ja, ich brauche den Pacemaker sofort. Also das wurde dann in 3 Tagen gebaut mit den Bestandteilen, die es eben gab damals. Also es war eine andere Welt. Sie wissen auch, Sie kennen die Geschichten. Ich habe da ein paar aufgeführt. Ich hatte natürlich Gelegenheit, mit Professor Senning ein paar Operationen zu machen, weil er kam noch nach Zürich, weil er noch Patienten hatte, die von ihm operiert werden wollten. Und dann macht er das und dann habe ich ihn so ein paar Sachen gefragt. Zum Beispiel, ja, was erklären Sie denn Ihren Patienten vor der Operation? Und da hat er gesagt, den Patienten, den sage ich gar nichts. Er hat auch die Aorten Wand verstärkt mit einem Netz, das holt er im Globus, sogenannte Gardinen, da die weißen Vorhänge, da hat er gebraucht, sterilisiert und die Aorta umwickelt. Corda-Verankerung, das wurde mit Knöpfen gemacht, transparietale Fixation, also sehr fortschrittlich, natürlich auch, ich glaube, kann man auch vom Globus die Knöpfe. Dann habe ich auch noch mal gefragt, ja, was brauchen Sie denn für einen Oxygenator? Denn ich wusste, dass er sich für die Herz-Lungen-Maschine sehr interessiert hatte. Und da hat er mir gesagt, ja, ich nehme, was die mir geben. Fascia Lata habe ich kein Zitat von ihm, aber ein Zitat von Bruno Messmer. Bruno Messmer war einer von seinen Oberärzten. Und der wurde einmal an einem Kongress gefragt, ist Professor Senning still using Fascia Lata valves? Und da hat Bruno Messmer gesagt, Professor Senning puts them in very well and we take them out even better. Also Sie sehen, damals da gab es keine FDA und keine CE-Markierung. Aber das ist eine Arbeit von Marian Ionescu, der später die
UNESCO-Scheilklappe entwickelt hat. Und Sie sehen, da sind ein paar berühmte Namen drauf. Donald Ross, Stanley Taylor, Whittaker, Goffrey, Wohler, das ist der Wohler Repair und so weiter. Und wenn man hier, also da ging es um 83 Klappen hier, die Arbeit von Professor Senning ist zitiert, aber ist noch eine andere Arbeit zitiert, hier von Ross, 1967, Viable Autologous Pulmonary Valve in Aortenposition. Sie können sich erinnern, die Ross Procedure wurde als Sleeve gemacht, das heißt in subkoronarer Position implantierte man die Prothesen. Das haben wir später dann mit den Homografts auch so gemacht. Aber es zeigte sich, dass die Geometrie der Klappe besser erhalten kann, wenn man sogenannte Freestanding Mini-Root macht. Und das haben wir später dann auch bei den Ross-Operationen so gemacht, bei den Stentless-Klappen und so weiter. Das Problem, das bleibt, ist natürlich die venöse Seite oder die pulmonale Seite, wo man dann einen Xenograft brauchen muss oder einen Homograft, wenn man einen findet. Das werden wir jetzt nicht weiter behandeln. Ich möchte zurückkommen zu Professor Senning, 1967, das Zitat hier, die Arbeit Fasciolata Replacement of Aortic Valves im Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery unten angeführt. Braucht er autologous Fasciolata for repair with good results over 6 years. Und dann die, das ist jetzt wieder die UNESCO-Arbeit, die brauchten da einen Ring mit Stents, um die Klappe aufzunähen, also um die Kommissuren zu fixieren. Und da gab es verschiedenste Größen, die man herstellen konnte, peroperativ, also während dem Eingriff. Die Fasciolata, Sie wissen, das kommt vom Tensor Fasciolate, bis zum Knie läuft das, diese Faszie. Und was interessant ist, und ich glaube, das ist eine der Messages, die ich Ihnen hier geben möchte, ist, dass man hat damals einen Schlauch gemacht mit dieser Fasciolata. Andere Gruppen haben 3 Cusps ausgeschnitten und die zusammengenäht nach sogenannten Schablonen. Ich glaube, in Zürich wurde es so gemacht. Aber interessant finde ich diesen Schlauch aus Faszie, der dann aufgenäht wird auf diesen Stent und dieser wird dann gedreht und unten auch. Hier die Resultate, Sie müssen das nicht im Detail lesen. Das Einzige, was ich wichtig finde, ist, dass die 30-Tages-Mortalität 13% war und das erinnert mich irgendwie an moderne Katheterklappen, wo das auch in der Größenordnung gehandelt wurde, bis es etwas besser wurde. Nun, die Klappen, die nachher folgten, sind abgeleitet von diesen Erfahrungen. Also Sie sehen hier Perikardklappen in der Mitte, die sind aufgenäht auf so einen Stent. Natürlich gibt es auch die Porzinenklappen. Die mechanischen Klappen haben sich ähnlich entwickelt. Wir haben eine ganze Sammlung von diesen Kugelklappen, Scheibenklappen, Zweiflügelklappen. Bei uns in Lausanne ist das so um 2003, hat sich das gewendet, das Blatt von den Bioprothesen zu den von den mechanischen Prothesen zu den Bioprothesen. Das hängt damit zusammen, dass die erste Generation Bioprothesen in den 80er Jahren eingebaut wurden, haben sich nur mäßig bewährt, aber sie wurden auch in jede Situation implantiert. Das heißt, altersunabhängig wurden Bioprothesen implantiert und das hat sich natürlich gezeigt, dass dann die Patienten häufig Klappendegeneration hatten und ausgebaut werden mussten. Und deshalb war Anfang 90er Jahre der Trend eher zu mechanischen Prothesen, weil wir hatten genug vom Ausbau der Bioprothesen. Also das kann man den Bruno Messmer wieder zitieren. They put them in very well, but we took them out even better. Bioprothesen, da gibt es natürlich riesen Auswahl über die Jahre. Ich will das nicht im Detail besprechen, aber was interessant ist hier, gibt es sowohl Stents aus Plastik wie Stents aus Metall und Stents aus Federmaterial. Wir haben später in einer Arbeit gezeigt, dass das, sagen wir, die Stabilität des Stents, ob die Kommissuren nach innen kippen oder nach außen gehen oder ganz steif sind, kaum einen Einfluss hat auf die Langzeitresultate. Und bei den Katheterklappen heute wird ja das relativ fix montiert, diese Klappen, und die haben sich auch bis jetzt relativ gut gehalten. Traditionell bei den Klappen unterscheidet man bei den chirurgischen Klappen geständete Klappen, sogenannte Stentless Valves und Wallace Valves.
Bei den geständigen Klappen, da hat man eben ein Gerüst, den Dacron, die Aortenklappe, wenn das eine Bioprothese aus porzinem Material ist, und dann innerhalb die Klappenflügel oder Segel. Während die stentless Klappen, da hat man nur Aorta und die Segel, und dann gibt es eben solche ohne Aorta, und diese wurden auch verwendet. Nun, bei den Katheterklappen sind die ersten Klappen mit der Venpro gemacht worden, die klinisch eingesetzt wurden von Bönhöfer. Venpro ist eine venöse Klappe, die eine Wand hat, eine venöse Wand, und darin die Segel. Das führte dann zur Melodie, Sie kennen das alles. Aber das ist eine Klappe, eine natürliche Klappe mit Klappensegel, Wand und Stent. Ein anderer Approach ist sogenannte ein Schlauch als Perikard zu verwenden, und das ist ein bisschen im Anschluss an die sogenannte 3F-Klappe, welche mit der Enable eine Klappe eingeführt hatte, wo das ein Perikardrohr ist, allerdings zusammengesetzt aus drei Stücken, nicht nur aus einem. Und dann Form follows Function, also wenn das richtig montiert ist und im Blutstrom ist mit einem pulsatilen Fluss, dann macht das zu. Und das hat dann auch zur Entrata geführt, da unten diese Katheterklappe. Interessant hier ist, dass eigentlich die Möglichkeit, wenn man an einem Rohr oder einem Schlauch an drei Punkten das aufhängt, dass daraus eine Klappe entsteht, das ist eigentlich nichts Neues. Das war schon bei der Fascia-Lata-Klappe so von Okisening oder bei der Variante von Marian Ionescu. Eigentlich hat sich da gar nicht so viel geändert, weil wenn wir heute diese Klappen anschauen, die sind alle so, oder? Das ist, die Kommissuren sind hier aufgehängt, die Kommissuren sind hier aufgehängt, das ist Perikard, die Kommissuren sind hier aufgehängt. Also eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Wie Sie sehen hier, der Schlauch, der eben in den 60er Jahren oder 70 schon gebraucht wurde. Nun, ein anderes Thema, die Sehning-Operation. 1958 publiziert, 57 realisiert, hat natürlich heute vielleicht etwas weniger spektakulär als damals, aber ich werde Ihnen zeigen, dass es immer noch einen Platz gibt dafür. Wenn Sie heute eine Transposition haben, eine einfache Transposition, werden Sie einen arterial Switch machen. Das wurde von Adib Chatene in Brasilien vorgeschlagen und hat sich weitgehend durchgesetzt. Man transferiert die Koronarien. Aber es gibt Situationen, wo die Koronarien nicht so einfach zu transferieren sind, wie diese komplexe Transposition mit ASD, VSD und ein Single Ostium, also nur einem Koronarostium. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie das auf die andere Seite kippen, dass das nicht gut kommt. Das in der Zeichnung sieht das so aus. Man kann zwar die Koronarie transplantieren, das Ostium transferieren. Entschuldigung, vielleicht kann ich es doch noch. Ja, nein, ich kann es nicht. Okay, das Ostium transferieren, indem man diese Cusp ausschneidet, diesen Sinus ausschneidet und auf die andere Seite verpflanzt. Aber das gibt einen Twist dieser beiden Abgänge, und das ist natürlich mit dem Überleben nicht vereinbar. Man kann das lösen, indem man den Sinus an seinem Ort belässt, also nur abtrennt und nachher abdeckt. Also das ist möglich, das haben wir hier gemacht. Aber die Alternative ist natürlich, eine Sehning-Operation zu machen und die Koronarien überhaupt nicht zu berühren. Und das ist vor allem bei intramuralen Koronararterienverläufen die Operation der Wahl. Es gibt auch Situationen, wo die zukünftige Aortenklappe suboptimal ist und nicht eignet sich für eine systemische Belastung. Dann würde man auch eher einen Vorhofsumkehr den Vorzug geben. Dann gibt es korrekte Transposition, also korrigierte Transpositionen. Da wäre der Eingriff ist Double Switch, also Vorhofsumkehr und arterielle Umkehr. Dann gibt es Patienten, die ein Geburtsgewicht haben von 3 Kilo und nach einem Jahr nur noch 2 Kilo schwer sind. Das ist Late Referral. Das ist eine Situation, wo auch eine Sehning-Operation oder Vorhofsumkehr durchaus indiziert ist.
und auch heute noch gemacht wird, auch von den Experten in diesem Feld. Es ist nicht etwa so, dass das sich beschränkt auf Leute, die keine Switch-Operation machen könnten, sondern das kommt auch bei den Experten vor. Late Referral ist eine interessante Situation, wo der Patient nach 14 Tagen oder sogar noch später zur Operation zugewiesen wird. Da gibt es im Prinzip die Möglichkeit, eine Vorhofsumkehr zu machen, weil der Systemventrikel in der Zwischenzeit faul geworden ist, oder man kann den auftrainieren, und für das braucht es ein Banding. Wir haben hier in Lausanne für diesen Zweck diese Flowwatch mit der EPFL zusammen erarbeitet, die es ermöglicht, progressiv die Pulmonalis zuzumachen und dann eben den Muskel zu entwickeln und nachher einen arteriellen Switch. Und Frau Sekarski hat das publiziert, 10 Jahre Resultate. Das ist durchaus machbar und gibt auch gute Resultate, wenn die Indikation richtig gestellt wird. Der erste implantierbare Pacemaker, das wurde zusammen von Professor Senin mit Elmquist noch in Stockholm gemacht. Das ist der Herr Larsson, und der hat, wie Sie sehen, der erste Pacemaker, der hat gerade mal ein paar Stunden funktioniert. Dann kam der zweite, hier gleiches Datum, und dann zweiter Pacemaker entfernt und so weiter. Also es gibt da eine ganze Geschichte, Professor Ruttishauser kennt das im Detail, der Patient hat natürlich eine Pacemaker-Karriere. Eine andere Senning-Operation ist die Podchiari-Operation oder die sogenannte atriohepatische Anastomose, die Professor Senning eingeführt hat, zu einer Zeit, wo die Lebertransplantation noch wenig entwickelt war. Und wir haben auch Gelegenheit gehabt, ein paar solche Operationen zu machen. Das hier ist eine Patientin, die wurde 1990 lebertransplantiert wegen eines unresezierbaren Echinococcus alveolaris, der die Leber befallen hatte. 1999 trat ein Rezidiv auf in dieser transplantierten Leber, und die wurde gestentet. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, wahrscheinlich nicht. Aber hier ist ein Stent drin, und im Jahre 2004 war auch der Stent und der Stent und der Stent zu, und das ist eine Kavografie hier, und Sie sehen, dass das Kontrastmittel geht bis zur Leber, aber nichts geht durch, und es ist auch nicht mehr permeabilisierbar mit kathetertechnischen Mitteln. Wir haben diese atriohepatische Anastomose gemacht, den Tumor resiziert, und Sie sehen hier die Vorhöfe rekonstruiert, das ist mit Perikard, aber das Perikard geht direkt in die Leber, und dort münden diese multiplen Lebervenen in einen großen Krater, der eben diesem Tumor entspricht, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Ich hatte Gelegenheit, noch ein paar weitere solche Operationen durchzuführen, und kann Ihnen sagen, das ist eine relativ einfache Operation, sehr effizient, und wenn man das in einer Situation machen kann, wo das nicht so weit fortgeschritten ist, wo man nicht einen Tumor resizieren muss, dann kann man das auch praktisch stentfrei machen. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Patienten, weil der linke Leberlappen nicht immer entlastet werden kann, trotzdem einen Stent brauchen, und da kommt man zu einem anderen Thema, das in Zürich auch entwickelt wurde, das war die sogenannte Maßspirale, die für diese Zwecke eben eingesetzt wurde, um ein Rezidiv zu verhindern durch Druck von dem linken Leberlappen, der nicht zwingend entlastet ist, auf diesen kavalen intrahepatischen Weg. Nun, die Herz-Lungen-Maschine ist eine ganz wichtige Angelegenheit. In der Herzchirurgie gibt es praktisch nichts von dem, das man offen machen kann, wenn man nicht eine Herz-Lungen-Maschine hat. Und das ist die Crawford-Senning-Maschine, die in Zürich steht. Sie sehen, das sind Rotating Drums, also Trommeln, die da im Blutstrom
sind in einer sauerstoffgesättigten Atmosphäre. Und Sie sehen, die Trommeln sind hier horizontal und drehen sich. Dann wird das Blut diesem Sauerstoff ausgesetzt, der Gasaustausch findet statt und das geht dann zurück zum Patienten mit einer speziellen Pumpe. Das Problem mit diesen Maschinen war, dass man konnte vielleicht 2-3 Liter Fluss fahren und es war nicht möglich, einen vollen Sauerstofftransfer zu machen. Deshalb mussten diese Patienten gekühlt werden. Aber ein interessanter Beitrag von Professor Jenning war sicher der sogenannte dieser Zürich Loop oder diese Zürcher Schlinge, wo der Operateur im Operationsfeld einen Schönt hat mit einem zusätzlichen Abgang. Also das Blut von der Maschine kommt hier, der Patientenkopf ist da hier und das Herz ist da unten. Also die arterielle Linie ist hier, die venöse Linie ist hier. Und wenn man hier eine Klemme am richtigen Ort setzt, hat man entweder eine zusätzliche arterielle Linie, wenn die Klemme hier ist, oder eine zusätzliche venöse Linie, wenn die Klemme hier ist. Und dieses System erlaubt es eben auch, Rechtsherzbypass zu fahren oder Linksherzbypass zu fahren oder biventrikulär, also arteriovenös zu fahren. Also es war da mit diesem System möglich, intraoperativ zu entscheiden, ob der Patient, wenn man Schwierigkeiten hatte, von der Maschine zu kommen, ob der ein Rechtsherzversagen hat, ein Linksherzversagen oder beides. Und ich habe eigentlich dieses System immer geschätzt. Natürlich muss man sich damit auskennen, aber mit einer zusätzlichen Kanüle konnte man durchaus temporär zum Beispiel fahren, mit Blut von dem rechten Vorhof in die Maschine, dann hier eine Klemme auf der Aortenkanüle und eine Klemme hier und das reinzieren in die Pulmonalis. Wir haben auch das System verwendet, um zu evaluieren, intraoperativ, ob bei einem Patienten mit univentrikulärem Herz, ob da eine Fontan-Tipp-Operation möglich ist, indem man zum Beispiel ungesättigtes Blut in die Pulmonalis gepumpt hat, den ganzen Fluss, und dann eben festgestellt hat, ob das realisierbar ist mit einem akzeptablen Druck oder ob das eben 20 ist und dann geht der Fontan eben nicht. Nun, heute ist ein ziemlich Revival oder wie man sagt, eine Wiederauferstehung von ECMO und Extracorporeal Lung Support. Und bei uns in Lausanne haben wir das auch mehr und mehr verwendet. Das hängt damit zusammen, dass das Material besser geworden ist. Aber es ist nicht etwa ein Schweizer Trend, sondern es ist weltweit so. Es gab letztes Jahr einen Kongress in Rom über ECMO. Die hatten etwa 150 Leute erwartet und es kamen 1000. Also Sie können sich vorstellen, dass das ein Gebiet ist, wo es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man extrakorporellen Kreislauf fährt, ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wie viel kann man fahren? Und das ist bei, sagen wir, schlechten Gaswerten besonders wichtig. Und wir haben auch versucht, da etwas beizutragen. Sie sehen hier, wenn man im Tierexperiment eine venöse Kanüle von der Jugularis, eine traditionelle Kanüle von der Jugularis, in den rechten Vorhof führt und einen Tisch hat, den man anheben kann, dann kann man, wenn man den Tisch anhebt, den Fluss erhöhen. Und das zeigt, dass der Widerstand ist irgendwo im System, weil es ist ja höhenabhängig. Also mit höherem Tisch ist der Fluss besser. Wenn man eine Kanüle braucht, die nur minimalen Widerstand hat, dann hat man unabhängig von der Tischhöhe den gleichen Fluss. Was zeigt, dass das Problem in der Kanüle ist? Die Kanüle ist natürlich auch die engste Stelle im Kreislauf. Und wenn man jetzt längere Kanülen einführt, die ganze Cava offen halten, dann findet man plötzlich 1,5 oder 2 Liter zusätzlichen Fluss. Sodass mir scheint, dass hier noch Verbesserungspotenzial ist. Und das kann man auch mit perkutanen Kanülen von der Leiste her zeigen. Zum Beispiel hier perkutane Kanüle traditionell. Wenn man zum Beispiel 3 Liter fährt, dann ist der negative Druck schon bei etwa minus 80. Das ist etwas, was man fahren kann mit einer 19 French Kanüle in einem 70 Kilo Porzines Experiment hier.
Und wenn man eine Kanüle hat, die die Kava offen behält, dann kann man eben fast das Doppelte fahren mit einem immer noch akzeptablen Fluss. Manchmal ist das Herz nicht mehr brauchbar. Und das ist zum Beispiel bei einer hyperakuten Abstoßung nach Transplantation oder auch wenn zum Beispiel das Herz völlig schlaff ist und nichts mehr auswirft, trotz extrakorporellem Kreislauf, also trotz ECMO oder ECLS, dann geht es darum, wo verschwindet das Volumen. Und das Volumen ist natürlich zum Teil im Herz, wir haben das zeigen können, aber es ist auch im kleinen Kreislauf. Deshalb ist eine Option zu trainieren, Transtrikuspid, transpulmonal, das linke Herz. Das mag die Situation verbessern. Aber bei einem Abstoßung, bei einer hyperakuten Abstoßung ist auch das nicht hilfreich und dann entfernt man das Herz wohl am besten. Und auch das ist möglich, wenn man die Kanülensituation beherrscht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.